Mahlzeit und willkommen zurück hier bei Freak Peak mit RimWorld. Ja, was soll ich euch sagen? Also, hab ein kleines bisschen noch offscreen gemacht, aber viel war es nicht. Mangel an Zeit, ihr kennt das vielleicht. Jedenfalls haben wir hier jetzt schon mal ein bisschen Fortschritt. Schmuckathron, wie ihr seht, den sollten wir vielleicht auch gleich mal zuweisen, nicht wahr? An den lieben Tribe. Das ist schon ein Apparat. Ja, ich habe jetzt in Auftrag gegeben, natürlich auch, dass man hier das Metall abbauen soll. Und ich überlege, aber auf mittlere Geschwindigkeit, ich überlege, ob ich hier gleich bald, also verhältnismäßig zeitnah, jemand reinschicke, der vor allen Dingen erstmal in diese Kiste reinguckt und die Sarkophage öffnet. Das Problem ist, diese, wie sie hier nennen, Krypto-Schlafkapseln, ja. Ich weiß ja nicht, was mich da drinnen erwartet. Der Name suggeriert auf jeden Fall, Kälteschlafkammern, dass da irgendwer drinnen liegt, den ich dann in irgendeiner Form versorgen muss, sei es wie ein Flüchtling, sei es wie ein Gefangener, keine Ahnung. Also sprich, da müsste ich vorher einen Puma-Käfig bauen, einen neuen, denn da haben wir noch keinen. Obwohl doch, den haben wir schon, aber der wird vielleicht nicht reichen. Und andererseits könnte da auch irgendwas Feindseliges drinne sein, womit ich mich jetzt noch nicht unbedingt wieder anlegen möchte, logischerweise. Weil, ja, hier die Geschütze auch noch nicht widerstehen. Sache ist bloß, irgendwann werden wir da sowieso nicht hinterherkommen, glaube ich, mit dem Neubau der Geschütze. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Dementsprechend mal eine kleine Bestandaufnahme. Nach Eisen brauche ich natürlich nicht suchen. Wir haben, Mann, ey, das ist so empfindlich. Schieferblöcke haben wir 44 noch. Granit 87. Daran scheitert es also auch wieder. Also Abbau ist notwendig. Was ist denn das hier? Ein Truthahn? Oder ein V? Keine Ahnung. Könnte ein Truthahn sein. Hier wird noch fleißig repariert. Ja, wie gesagt, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Zumal auch die Geschichte hier jetzt auch nicht großartig weitergeht mit den Rüstungen, wobei da wird ja gerade gebastelt, aber auch mit der normalen Klamotterie. Da fehlt ja auch einiges. Was noch überhaupt nicht angegangen wurde. Also, und dementsprechend schlägt sich das natürlich auch auf die Psyche unserer Leute aus. Jetzt weniger gut. Wurde hier schon mal gehackt? Nein, noch nicht. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sich korridorweise, wenn man das so ausdrücken kann und möchte, durch diese Felsformationen hier zu graben, auf der Suche nach Rohstoffen eben, vorzugsweise Eisen, beziehungsweise Stahlreste, das geht auch, aber umso mehr proportional gesehen sind das neue Spawnquellen für die Insekten. Ich meine, die können jetzt von hier kommen, ne? Von hier, das hatten wir schon, hier zweimal schon, logischerweise, auch hier könnten sie starten, haben wir auch in den Fels gegraben. Ja, also ich meine, alles, was von außerhalb kommt, ist mir auf jeden Fall erstmal recht. Aber nichtsdestoweniger, die Gefahr steigt, dass wir umso mehr von diesen Insektenviechern zu Gesicht bekommen. Je nach Angriff. Dementsprechend bin ich mir unschlüssig, wie wir da vorgehen wollen. So, wir schauen mal nach. Wir haben hier 6 Sarkophage. Okay, alles klar. Der Puma-Käfig würde sogar reichen. Die Frage ist, reicht unsere Versorgung? Theoretischerweise reicht die auch. Ihr seht ja, was hier immer reinkommt. Wenn ihr es verfolgt, dann wisst ihr ja eigentlich, Hunger leiden wir nie. Wenn nicht gerade viel aufeinander passiert. Aber eigentlich ein Nahrungsmittelproblem hatten wir noch nie.
Tja. Oh, ändert nichts an meiner Unschlüssigkeit. Kleinen Augenblick, ich muss mir mal die Nase schneuzen. So. Ja, so viel zu tun und so wenig Zeit. Weil wir können ja jetzt auch festlegen, dass wir eigentlich in jeder Folge einen Angriff hatten. So. Wir sind jetzt circa 6 Minuten dabei. Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass demnächst ein Angriff kommt. Die Ruhephasen sind ja eher selten gewesen. Also, wie gesagt, stellt sich jetzt die Frage. Ich denke mal, dass ich diese Nacht jetzt hier noch abwarten werde, bis alle hier halbwegs fit sind. Genau. Gehen wir mal auf volle Geschwindigkeit. Da werde ich zumindest mal einem die Anweisung geben, die Geschütztürme wieder aufzustellen. Priorität. Oh, wir haben wieder 15 Eisen auf Halde. Seht ihr das? Beziehungsweise Stahl. Okay. Wir haben es morgens. Ich mache mal kurz langsam. Ich würde dafür Chupa wählen. Die Stimmung ist ziemlich im Keller. Okay, dann würde ich ihn eher nicht wählen. Wobei der ein verdammt guter Handwerker ist. Was macht ein Knorke gerade? Baut Stahlreste ab. Na gut. Das jetzt erstmal eher nicht. Kein Stahl. Na gut. Hat sich das auch erledigt. Problem ist, der Stahl geht für diesen Bau hier drauf. So schnell kann ich das gar nicht umstellen. Dass sie den Stahl da reinbuttern. Das ist jetzt auch schon wieder ärgerlich. Trotzdem hätte ich Tribe gerne auf dem nächsten Level. Das finde ich auch sehr wichtig. Eventuell kann der dann tollere Hilfe anfordern. Gerade was den Kampf angeht. Ach, Leute. Ihr seht, es gibt einiges, was ich machen wollen würde, aber das Spiel hält mich auf. Und ich habe leider auch momentan nicht wirklich die Zeit, ein bisschen offscreen vorzuspielen. Es ist leider so. Vorratskapseln. Das ist doch schon mal nice. Was haben wir denn da? Okay. Mal ein bisschen weiter. Hier auch mal was ankommt. Hier nehme ich nichts. Hallo? Okay, gehen wir auf Volldampf. Soll irgendwann mal was ankommen. Springe zum Ort. Da ist doch nichts. Ah. Ja gut, den nicht. Ah? Soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Thronsaal unwürdig. Ja, ist doch im Bau, Leute. Mal ganz ruhig. Allgemeine Stimmung. Schrotti ist wieder sehr am Wanken. Ja, das wird wieder so eine reine Abwarten- und Tee-Trinken-Folge, wie es aussieht. Laufen lassen und warten, was passiert. Was soll ich machen? Tut mir ja ein bisschen leid. Aber egal, meistens passiert ja sowieso irgendwas, womit man nicht rechnet. Und ich befürchte tatsächlich, wenn ich jetzt unseren lieben Chupa losschicke, da oben die Sarkophage zu öffnen,
Dann eröffnet sich wieder, wie soll ich sagen, die Büchse der Pandora. Kommt wieder alles zusammen, was wir nicht brauchen können. Aber egal. Soll mir recht sein. Schuppa, was machst du gerade? Wo bist du gerade? Einmal langsam, bitte. Schuppa schleppt erstmal Eisen. Ist das schon mal ganz gut? Könnte ich hier nämlich den Abbauauftrag erstmal wieder weiterführen. Wird schon mal erledigt. Schuppa. Ja, Hufeisen werfen sei dir gestattet. Warten wir mal kurz ab. Oh, bei Schrotti geht es wieder hart in den Keller. Aber ganz hart. Ja, wir müssen auch unbedingt das mit der Kleidung in den Griff kriegen. Ey, da leiden ja alle mittlerweile. Rollen unbesetzt ist mir eigentlich egal. Antike Gefahr können wir jetzt eigentlich aber auch mal rausdrücken, ne? Das haben wir ja schließlich gelöst, das Problem. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ah, guckt euch mal das an hier. Ja? Ein Riesenfaultier wurde zahm. Na, das ist ja nett. Bist denn du? Männchen. 15 und 57 Tage, okay. Ja, ein Männchen. Da hätte ich ja schon gern noch ein Weibchen. Wo ist ein Schuppa jetzt? Ah. Okay, gönn dir noch was zu essen. Ich bin ja nicht so. Kampfmodus. Damit ich ihn selber steuern kann. Einmal hierher, bitte. Gehen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit. Hey. Ah, ne. Sah nur so aus. Schon gedacht, die hätten ein Geschütz schon mal angefangen. Aber wohl nicht. Okay. Kurze Pause. Chopper soll einmal bitte die luftdichte Kiste öffnen. Mann, langsam weiter. Und wieder Pause. Was ist das? Psychotierimpulsgeber. Können wir wegschleppen lassen. Könnten wir auch liegen lassen, aber... Nee, was im Lager ist, ist im Lager. Fühle ich mich besser bei. Eventuell könnten wir aus diesem Raum hier sogar irgendwas machen. Ich habe zwar noch keine konkrete Idee, aber eventuell, vielleicht... Gut, Chopper öffnet jetzt. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Ja, ich werde es bereuen. Nee, Chopper nochmal raus aus dem Kampfmodus. Das muss ich anders angehen. Immer wieder auf doppelte Geschwindigkeit. Das muss ich anders angehen, da müssen ein paar mehr Leute mit. Für den Fall, dass es feindlich gesonnen ist, was da rauskommt. Oder. Also wenigstens zu zweit, wenn nicht zu dritt, möchte ich da schon rein. Also warten wir den einen Tag auch nochmal ab. Ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Hab ich mir auch echt ein bisschen einfacher vorgestellt, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schon im Endgame bin oder nicht. Aber ich könnte es mir fast vorstellen. So gut, wie wir geforscht haben. Aber bisher haben wir alle Situationen gemeistert.
Was denn hier wieder an mir vorbeigegangen? Tribe und Balthasar, habt ihr euch wieder aufs Maul gehauen? Wahrscheinlich. Ach nee. Ich will doch nur Harmonie. Will doch nur Frieden. Frieden und Glückseligkeit. Ach naja. Es wird nie so einfach sein. Okay. Wir machen nochmal ein bisschen schneller hier. Die Nacht mal kurz abwarten. Okay, wen schicken wir dann da hoch? Ich bin ja fast der Meinung... dass wir Leute mit einem relativ hohen Medizinskill auf jeden Fall da hochschicken sollten. Für den Fall, dass wir da eben Verletzte oder ähnliches haben. Die aber gleichzeitig kämpfen können. Also gehen wir jetzt mal kurz hoch. Da wollte ich gar nicht hin. Was haben wir jetzt? Ein trockenes Gewitter. Ja, sehr schön. Gehen wir jetzt mal kurz auf einen langsamen Modus. Und schauen uns mal eben kurz an. Gleich. Alter, sind die durch? Tatsächlich. Ey, Leute, guckt mal. Ey, das ist doch schon nett, oder? Das ist doch schon edel. Das hat doch echt was. Gut, zurück zum Thema. Lass wir uns jetzt mal angucken, wen wir hier eigentlich mitnehmen. Medizinwert und Kampfwert. So, einmal Bio, bitte. Fernkampf, Nahkampf. Space Dog ist echt gut. Medizin 9. Space Dog kann auf jeden Fall mitkommen. Tribe liegt flach, den würde ich da jetzt nicht mitnehmen. Knorke geht's nicht so gut. Hat einen Medizinwert von 8, ja. Balthasar ist Medizin 4. Okay, der fällt aus. Knorke Bockwurst. Wo ist Medizin schon wieder? Hier. 3? Nee, auf keinen Fall. Schrotti natürlich als mit unser bester Mediziner mit 11. Würde ich mitnehmen, den geht's aber nicht so gut. Also sind wir erstmal nur bei Space Dog. Hildegard fällt da komplett raus. Chopper ist Pazifist, der fällt eigentlich auch raus. Fernkampf 10, Nahkampf 4 bei Alicia. Medizin 4. Oh, ist ja grausam. Okay, ich muss wenigstens Space Dog mitnehmen und Schrotti und Knorke. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Naja, Schrotti will ich nicht mitnehmen. Der soll sich lieber erholen. Ich könnte Chupa mitnehmen, der kann aber nicht kämpfen halt. Ah, oh, ist das ärgerlich. Ja, okay. Wir markieren sie durch. Basedock, Knorke, Schrotti. Muss so sein, tut mir leid. Lassen wir es mal kurz weiterlaufen, dass sie da hochgehen können. Dann schauen wir gleich mal wegen dem Thronsaal, was wir da noch machen müssen. So, warten wir kurz auf Space Dog. Jetzt ist er wach. Was macht Schrotti gerade? Schrotti, Schrotti, Schrotti. Okay, ihr habt alle Wege. Space Dog will was essen, das werde ich ihm noch gönnen. Okay. Schleppst du irgendwas? Nein. Kampfmodus. Einmal sammeln hier, bitte. Hä? Nein. Nicht Alicia. Warum denn? War noch markiert. Okay. Gut. Einmal kurz Pause.
Ihr drei bitte einmal hier hoch. Was weiterlaufen. Da kommen sie schon an. Okay. Einmal kurz Schrotti, bitte. Danke. Einmal kurz Schrotti. Nahkampf 13, Nahkampf 10, Fernkampf 13. Space Dog ist der Nahkampfhörer. Dann wird Space Dog derjenige sein, der die Truhen öffnet. Ich schicke hier mal in Deckung. Die Truhen, sage ich, also die Krypto-Schlafkapsel. Zu schnell. Gehen wir auf einfache Geschwindigkeit. Wow! Okay, also keine Gefahr. Das ist schon mal ganz gut. Heißt, wir haben hier 4 Überlebende und 2, die tot sind, wenn ich das richtig verstehe. Lass mich das kurz schauen. Tot seit 6,5 Jahren. Auch seit 6,5 Jahren. Puh. Sklavin of Antika. Mhm. Gut. Ich werde mir jetzt erstmal nicht die Bio-Geschichten durchlesen, sondern sag den Leuten mal eben schnell, die sollen die alle behandeln. Das finde ich, glaube ich, die beste Variante. Oh, da haben wir nicht genug Leute hier oben, ne? Fuck. Okay. Behandeln, egal. Behandeln. Chupa, egal wo du bist. Der ist nicht im Kampfmodus. Daran wird es wohl liegen. Behandle. Wo bist du? Wo bist du? Du bist da unten. Okay, könnte funktionieren. Schauen wir mal. Wenn wir die erstmal retten, die sind ja alle kurz vorm Tod. Ach, Schrotti benutzt noch das gute Zeug. Ah, nein. Müssen wir Schrotti gleich mal umstellen, wenn der fertig ist. Oh, nein. Hier sagen wir gleich mal weg mit dem Dreck. Schrotti. Zuweisungen waren das, ne? Ja. Nimm Kräutermedizin. Mal gucken. Wie sieht's denn aus hier? Körper. Keine unmittelbare Gefahr, wa? Wie es aussieht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Tod in 5 Stunden. Okay, der muss jetzt versorgt werden. Chupa kommt. So, mal sehen, ob er den auch stabilisieren kann. Ich meine, das sind 4 potenzielle Mitstreiter. Eventuell. Schauen wir mal. 4. Da werden natürlich die Angriffe auch wieder stärker. Wir müssen die ausrüsten. Verflucht. Tod in 18 Stunden. Oh, fuck. Könnte aber gehen. Jetzt kommt Nicole. Was hat Nicole vor? Leichen schleppen. Ja, gute Idee. Wir könnten jetzt auch sagen, dass wir die Dinger hier alle abreißen wollen. Könnte ich eigentlich auch mal so machen.
Ding auch, warum nicht? Das Teil auch. So, ihr wart jetzt alle eigentlich stabil, ne? Bis auf ihn hier, genau. 18 Stunden, stabil. Stabil. Mensch, wer weiß, was hier mal los war. Wir geben mal ein bisschen mehr Gas. Warum kommst du mit Glitzerweltmedizin? Die sind hier nicht aufgeführt, nee. Bei Plan auch nicht. Zuweisung. Warum kommt der mit Glitzerweltmedizin? Ja auch. Leute. Warum? Sind die so schwer verletzt, dass du Glitzerweltmedizin brauchst? Ich bin gerade überfragt. Die sind doch nicht kurz vorm Sterben. Verstehe das gerade nicht. Also ich meine, wir haben davon 31 Stück noch. Aber warum? Na, rette den mal. So, Chupa. Rettet den. Die marschiert los. Schrotti kann also raus aus dem Kampfmodus. Er hier ist behandelt, er liegt noch. Als Space Dog könnte den retten. Hat die jetzt vor hier? Sie bewegt sich ja. Mal sehen, wohin. Okay, denen geht es aber jetzt soweit gut. Die nehmen wir mit. Aus dem Modus. Bei euch genauso. Okay, sie lagert, glaube ich, Fleisch ein. Na, geht's dir gut, Kamel? Okay. Gut. Gut schauen. Ich die Tante noch irgendwo sehe? Nee. Rausgrölen. Nö. Nö, die ist losmarschiert. Aber wir haben hier noch drei, die wir auf jeden Fall wenigstens aufpäppeln können. Mal sehen, was draus wird. Jetzt machen wir noch mal kurz langsam und gehen auf Questen. Wir brauchen noch zwei Vorhänge und das Cembalo. Sieht also ganz gut aus. Zwei Vorhänge. Kinder, wo hauen wir zwei Vorhänge hin? Ja. Finde ich die unter Möbel? Ja.
finde ich. Hey, wie wär's? Wir nehmen einfach mal Teufelsgarn, oder? Das bauen wir ja schließlich selber an. Zu wenig auf Lager. Na klar, zu wenig auf Lager. Selbstverständlich. Was haben wir denn an Teufelsgarn? 112, 150 dafür? Bäb. Ja, und die Pilze brauchen wieder noch, ne? 52% gewachsen. Na gut. Ist mir egal. Machen wir trotzdem. Möbel. Na, Möbel. Vorhang aus Teufelsgarn. Weil das ja hier so schön versetzt ist. Okay, ist egal, wie ich das drehe. Das dahin. Das passt überhaupt nicht, ne? Abbrechen. Machen wir es zumindest so, oder? Ja. Auf jeden Fall das mal im Auftrag. Okay, und dann seien wir mal gespannt, was mit den Herrschaften hier passiert. Ob es was bringt oder nicht. Auch nochmal kurz einen Blick hier hochgeschmissen. Na, immerhin gibt es Stahl, die Teile auseinanderzubauen. Das ist doch schon mal geil. Das ist doch schon mal geil. Brauchen wir ganz dringend. Hier das Abbauvorhaben. Nochmal kontrollieren. Jo, läuft auch noch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ohne Angriff. Ich bin stolz wie Oscar. Ja, und das soll es dann auch für die Folge dann eben gewesen sein. Danke euch fürs Zusehen. Freut euch nachher noch auf den Epic-Radar. Und im Laufe des Wochenendes Deliver Us Mars. Ich weiß noch nicht an welchem Tag, aber definitiv an diesem Wochenende. Meine Lieben, nochmals danke fürs Zusehen. War mir ein Fest. Als denn, bis denn.